Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Wo kommst du auf einmal her? Wie können wir überhaupt reden? Woher soll ich das wissen? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Verpiss dich endlich! Ja, wunderbar. Alter, kann ich jetzt speichern? Jawohl. So, und damit willkommen zurück hier zu Cyberpunk 2077, hier nach einer... Alter! Leck mich doch am Fuß. Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Fuck! Fuck! Ja? Dreckiger Chip. Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Alles klar. Ich werde die Kontrolle haben. Okay. So, wir regen uns jetzt alle mal wieder ab. Wir regen uns jetzt alle mal ab. Ja, nice. Alles kommt irgendwie anders, als man denkt. Jetzt ist er da schon wieder. Omega-Blocker. Auf Nimmerwiedersehen, Arschloch. Aber nicht so. Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab. Na los! Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Achso, ich muss hörst hier noch kriechen. Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie. Schwierig, ich guck nicht vorwärts. Ganz sicher. Alter, bitte. Aus meinem Kopf. Lass einfach Pillen schlucken, komm. Schluck das Zeug. Alter, so, jetzt mal ganz locker durch die Hose atmen. Meine Herren, wir regen uns jetzt ab. Das ist ja echt krass. Okay. Also, das war quasi erstmal das ganze Vorgeplänkel und, jo. Akt 1 war quasi sowas wie ein Intro. Und jetzt fängt es ja erst richtig an, oder was? Ja, gut. Also ich habe mich dafür jetzt entschieden, nicht das nochmal zu machen, um zu gucken, ob man unseren Kumpel irgendwie retten können. Ich befürchte irgendwie, dass es nicht funktioniert, weil ja irgendwie die ganzen Sequenzen und so, ich denke mal, das war... Also ich bin am Überlegen, ob man das hätte irgendwie vielleicht machen können. Ob da irgendwie... Was ist das hier? Ob es irgendwie eine Möglichkeit gab, Jackie zu retten. Aber ich bezweifle es doch stark. Weil das war alles so... Die ganzen Sequenzen sind alles so aufeinander abgestimmt. Ich glaube, das musste so sein. Leider. Wo man am Anfang gedacht hat, das ist ein Hauptcharakter, der einen durchs ganze Spiel begleitet. Ja, da ist er direkt mal weg, ne? Und wo du denkst, hier, Johnny Silverhand ist irgendwie eine coole Socke.
stellen wir jetzt schon am Anfang fest, das ist ein übelster Drecksack. Das ist ja krass. So. Also, ja. Wow. Okay. Das fängt ja schon gut an hier. Die Wendungen. Verlass das Apartment. So, jetzt warte mal. Nimm dir Munition optional, öffne dein Inventar und zieh dir etwas an. Optional. Find etwas zu essen, check deine Mails. Ja, das machen wir jetzt mal. Das habe ich das letzte Mal nicht gemacht. Fangen wir mal an mit was zu essen nehmen. Burritos. Ich würde die gerne essen. Also. Was anziehen? Wo ist unser Kleiderschrank? Hier, ne? Warum bin ich denn so langsam? Ich glaube, ich bin leicht überladen. Kann das sein? Was? Panzerung. Du hast zu viel in der... Okay, ich muss das mal kurz hier... Moment mal. Wir sind völlig überladen. Ich weiß nicht warum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich pack mal alles ins... Kann ich alles auf einmal ins Lager packen? Ich guck grad mal. Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit? So. Was haben wir hier? Verschiedene Granatos. Die kritische Trefferchance. Kann ich da irgendwas mitmachen? Wie funktioniert das? Warte mal. Vergleichen, Transfer. Also hier kann ich gerade nur... Kann ich nicht noch auf Kleidung? Das habe ich an, oder was? Ich mache mich mal eben nackt. So. So, jetzt schauen wir mal. Waffen. Was ist denn hier gut? 14 bis 17 Schaden. Das sieht schon krasser aus. Das hat aber weniger Angriff pro Sekunde. Ich weiß nicht, was dir gut ist. Das ist zum Beispiel hier so eine Spezialwaffe, ne? Was steht da? Benötigt? Das ist so eine Spezialwaffe, die hat... Woran erkennt... Also hier, die ist ja... Ikonisch, ne? Genau. Das ist, weil die so einen gelben Hintergrund hat. Daran erkenne ich die. Ansonsten, wie kann ich denn den ganzen Quark auseinanderschalten? Auseinandernehmen. Wo kann ich das denn auseinandernehmen, verdammt? Vermutlich nicht im Lager, oder? Scheiße. Transfer vergleichen. Nee. Tab vergleichen ein, so. Hä?
Scheiße, ich glaube, ich hätte die. Ach man, ich kann die. Ich muss die alle in die Hand nehmen. Ich zieh mich erstmal an. Wir laden mal den Kleiderschrank. So, das haben wir jetzt. Das ist unser Outfit. Das ist das zweite Outfit. Verfügbare Kleidung. Wieso ist jetzt keine Kleidung verfügbar? Gott. What the heck? Ja. Kann man mal machen. Sieht irgendwie ziemlich dämlich aus. So. Hier kann man dem kann man mal so einen geben hier. Hey. Ja, das erinnert mich irgendwie an YMCA. Ausrüsten. 3. So. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Den. What? Oh. Kugelsicher. Ja, das nehme ich am besten mal. Das ist ein Motorradanzug. Was haben wir hier noch? Das habe ich ja. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Ich nehme die kugelsichere Weste, dann gucke ich mal, was haben wir hier zum Drunterziehen. Ja, irgendwie hat das was. So, was habe ich hier für Boots? Ja. Ja, die gefallen mir ganz gut und das sieht irgendwie merkwürdig aus. Das passt. Das passt nicht. Nö, ich nehme hier die schwarze Hose. So, ich rüste das mal aus. Das hat auch irgendwas. Laufen wir doch so mal rum. So. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Lager öffnen. Was habe ich denn hier noch Krasses? Und wieso ist diese Punkjacke? Wow. Okay. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum manche Sachen davon im Kleiderschrank sind und manche nicht. Wir laden nochmal den Kleiderschrank. Guck mal, jetzt habe ich die hier. Das sieht natürlich affengeil aus. So. Das hat auf jeden Fall was. Ja. Sehr geil. Achso, das geht. Moment. So, also hier sind wir so ein bisschen standardmäßig unterwegs, würde ich sagen. Ist das standardmäßig? Das ist auch nicht standardmäßig, ne?
So, und hier. Ich guck nochmal. Es macht schon Spaß. Sorry, wir müssen uns mal ein bisschen einkleiden, auskleiden. Hier machen wir mal auf Motorradman. Ja, da könnte ich auch als Taucher durchgehen. I don't know. Und Outfit Nummer 5. Da ziehen wir mal erstmal noch nichts an. Hier kommt jetzt er. Weil es einfach total geil aussieht. Das sieht irgendwie gar nicht so gut aus. So. Gefällt mir nicht. Gefällt mir besser. Die Hosen gefallen mir nicht. Nehmen wir die hier. So, aber anziehen tue ich das jetzt hier. Das habe ich sowieso an, alles klar. Lauf mal rum hier wie der Gockel. So, jetzt muss ich mal schauen. Inventar. Itemherstellung. So, jetzt sind wir da. Ich muss das mal... So, jetzt kann ich hier irgendwie auch zerlegen, ne? Z zerlegen, alles klar. So. So viele Maschinengewehrchen, wie ich hier habe. Ich weiß gar nicht, was ich hier behalten soll. Ist mir alles zu viel. Ich muss erstmal den Überblick finden, glaube ich. Also wenn ich jetzt hier was Cooles platt mache, dann ist das halt so. Der Chopperhead und der hier auch. Und warum ist der anders als der hier? Ja. Okay. Zerlegen. So. Ich vergleiche mal. Oh yeah. Chemieschaden, Kopfschuss. Ist ja noch besser. Ist aber viel langsamer. Hier. Das ist nicht langsamer, aber was? Das ist ein Maschinengewehr, das andere ist eine... Das andere ist ein Sturmgewehr. Gibt es hier irgendwas mit Streuung oder so? Schnurrt wie ein Kätzchen. Hat auch die gleiche Munition, gleicher Munitionstyp. So, die sind alle irgendwie schlechter. Okay, dann haben wir hier... Den behalten wir erstmal... Dann vergleiche ich mal mit dem. Es müsste... Achso, nee, das ist eine Schrotflinte. Hey, mit was vergleiche ich denn hier jetzt bitte? Habe ich nicht gesagt, ich will hiermit vergleichen? Vergleich ein.
Hey. Wieso vergleicht ihr denn jetzt mit dem Teil? Okay, so. Ja. Powerschrotflinte, Powerschrotflinte. Das ist natürlich schneller, aber trotzdem irgendwie scheiße. Sturmgewehr, Maschinenpistole. Ich behalte natürlich ein Sturmgewehr, behalte ich mal. So, ich weiß nicht, was ich mache. Ah, weg damit, komm. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Ja. Okay, das kannst du ja auch. Warte. Das hat hier nur 25 Sekunden Aufladezeit, Thermalschaden. Das ist natürlich. Oh, Mann. Schwierig. Aber ach, was soll ich mit dem ganzen Scheiß? So, dann haben wir die beiden. Die behalte ich erstmal hier, weil das hier die goldenen. Ich weiß noch nicht, ob die so viel besser sind, aber. Ich guck mal ganz kurz hier mit der. Wieso ist die denn besser? Aber schneller. Warum ist das Teil hier trotzdem besser? Was soll denn der Kack? Egal, will ich nicht. So. So jetzt aber. Okay, die behalte ich. Items hergestellt. Ja, das. Ach so, ach, siehst du mal. Verdammt, das habe ich ja gar nicht gemacht. Falscher Knopf. Wir sind noch nicht fertig. Das wird heute hier. Die Folge wird eine Inventarfolge. Es tut mir leid. Kannst du überspringen, wenn es nervt. Aber muss halt auch sein. Jetzt kann ich hier irgendwas Krasses herstellen. Aber ich würde gerne mal. Was ab. Great. Was haben wir denn hier noch? Was? Upgrades. So. Wir gradeln mal ab. Warum kann ich die nicht ab... Die kann ich upgraden. Mehr Panzerung. Nicht genügend Komponenten. Nicht genügend Komponenten. Das Ding kann ich upgraden. Ich grade mal das Ding ab, ja. Kann ich noch einen upgraden? Ja, leck mich doch am Arsch. Leichtes Maschinengewehr. Ach, das kann ich noch nicht. Da kann ich ja eh noch nicht das Potenzial. Dann machen wir hier das Sturmgewehr. So, und das von mir aus auch. Schon krass, ne? So, ich kann das immer noch upgraden hier, Mann. Ich grade einfach mal ab. Wo kommt die denn her? Wo kommt denn die Schrotflinte her? Noch mehr Sachen geupgradet. Jetzt, Inventar. Aufsätze. Mündung. Ja, ich nehme dies. Hier nehme ich jetzt 44. Nehme ich den Kollegen. Moment mal. Hier. Hallo? Kann ich den Aufsatz... Au. Ablegen. So. Hier hätte ich gerne einen Aufsatz drauf.
Bei der Pistole den Schalldämpfer, das ist ganz cool. Und hier kommt dann eine Schrottflinte. Oder vielleicht doch. Ja, komm, nehmen wir die Schrottflinte. Aber die habe ich jetzt nicht geupgradet. Benötigt. Was wird denn hier benötigt? Volles Potenzial freigeschaltet bei Konstitution 10. Ja gut, aber ich kann sie trotzdem benutzen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Rucksack. Hier. So, weg. Die habe ich jetzt nicht, die habe ich jetzt gerade nicht. Lass ich auch mal hier. So. Okay. Wir checken mal Mails. Nur mal kurz die Mails checken. Oder was? Ist das hier Mails? Ich bin mir gar nicht sicher. Nachrichten. 4 Nachrichten. Überfällige Miete. Sehr geehrte Damen und Herren, laut unserer Unterlagen haben wir von Ihnen diesen Monat noch nicht alle. Noch nicht die Miete für ihre Einheit im Megagebäude H10 erhalten. Aha, mit Übereinstimmung mit Mietvertrag werden weitere Zahlungsverzögerungen oder eine Zwangsverzögerung zur Folge haben. Ja. Und? Wo kann ich jetzt zahlen? Kann ich nicht. Na gut. Medikamentenlotterie. Achtung, Medikamentenlotterie. Okay, kaufen Sie 2 Tickets und erhalten Sie das 3. gratis dazu. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Tausende von Preisen noch verfügbar. Medikamente, Reanimatoren, Termine für die Primärbehandlungen, OP-Gutscheine, bliblablub. Nur solange der Vorrat reicht, kaufen Sie jetzt Penis Nano-Gel Betrugswarnung. Alles klar. Klicken Sie auf keinen Fall auf Werbemails für Penisvergrößerungen. Nanogels. Ja, wer macht denn sowas bitte? Hallo? Diese sind ein Betrugversuch. Aha. Herkömmliche Gels stimulieren kein Zellwachstum. Die einzig geprüfte Methode für Penisvergrößerung ist nach wie vor die RSX-Hormonbehandlung. Mhm. Alles klar. Ist auch... ja, eine als... Spam-Warnung, getarnte Werbemail. Sehr schön. Warnung. Achtung. Malware entdeckt. Ihr Computer wurde von 3 Demons attackiert. Unser System hat Folgendes entdeckt. 2 Versuche, an Ihren persönlichen Daten zu gelangen. 1 Versuch, Ihren Neuralprozessor zu infizieren. Infizierung des Neuralprozessors ist vielleicht auch nicht gerade vom Vorteil. Sofortige Gegenmaßnahmen erforderlich. Mit unserer schnellen Gefahrenneutralisationssoftware verhindern Sie die Identitätsdiebstahl und Implantatraub. Wie kannst du denn Implantate rauben auf über den Cyberweg? Okay, egal. Nicht vergessen, feindliche Netrunner können Ihr Nervensystem infiltrieren und Sie zu folgenden kriminellen Handlungen. Ach so, natürlich, ja. Ja, stimmt. Die können uns ja fernsteuern quasi. Betrügerische Banküberweisung. Gewalttätige Übergriffe. Alter, wie übel ist das denn? Klicken Sie zum eigenen Schutz auf jetzt scannen. Wo denn? Wo denn? Hier? Kann ich nicht draufklicken. Jetzt scannen. Wenn Sie den Scan nicht in den nächsten 5 Minuten und 17 Sekunden durchführen, könnt Ihr Betriebssystem irreversible Schäden erleiden. Schützen Sie sich jetzt. Alter, voll auf Drama. Ich guck mal hier, nett. Nett. Das ist ja nett.
Ach, Geschichte von Night City, nicht verstanden. Ne, nicht verstanden. Ja, nicht verstanden. Nichts verstanden. Nicht verpassen. Beginne dein Abenteuer in Night City. In dem Bezirk mit den exklusivsten Hotels und Gourmet-Restaurants sowie den aufregendsten Clubs. Es ist ja nur Werbung. Polizisten unterstehen den Bürgermeister von Night City und sind verpflichtet, Bewohner der Stadt sowie Touristen in Night City zu schützen. Kontaktgeschichte. Night City wurde im Mai 1994 gegründet, aber die Geschichte der Stadt beginnt schon viel früher, an dem Tag, an dem der junge Visionär Richard Knight den Konzern Knight International gründete, heute bekannt als Knight Corp. Als die Welt gegen Ende des 20. Jahrhunderts im Chaos versank, träumte Richard Knight von einer modernen Stadt, die frei war von Unterdrückung, Armut und den Fehlern der Vergangenheit. Eine Stadt, die von den unsichtbaren Händen der Konzernexperten gelenkt wurde. Na klar, das kann ja nur gut enden. Bald darauf tat Knight sich mit drei großen Investoren, Arasaka, IBM und Petrochem zusammen, die den Bau der Metropole finanzierten. Night Citys ursprünglicher Name lautete Coronado City. Benannt nach der Bucht, an der die Stadt errichtet wurde. Coronado City, nicht Colorado City? Okay, ist okay. So, die folgenden Jahre waren geprägt von globalen Krieg und ökologischer Verheerung. Die Vereinigten Staaten von Amerika kollabierten. Ich kann ja auch mal hier, also ja, kannst du auch anhalten und mal selber lesen. Ich gehe mal an. Nein, ich weiß, ich habe die Befürchtung, dass es zu langweilig wird. Takemura hier. Wir müssen reden. Komm zu Tom Steiner. Die Stimme erinnert mich an irgendjemanden. Die erinnert mich an einen Schauspieler. Und zwar erinnert die mich an den Schauspieler, das ist sogar auch aus Lost, die anderen im Tempel, dieser Anführer, ist aber auch so ein Asiate, wo genau, weiß ich nicht, mit längeren Haaren, der hatte auch, glaube ich, so ein Samurai-Schwert, so ein alter Samurai. Lost, die Serie, im Tempel. Der hat auch so geredet. Keine Ahnung. Also, der deutsche Synchronsprecher natürlich von dem. Ja, egal. Warum sollte ich reden wollen? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Was für ein Ring? Tom Steiner. Ich warte. In Tom Steiner? So, ich bin aber... Moment mal. Z. Was? Die Verwaltung des Megagebäudes H10 möchte Sie darüber informieren, dass Ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Das ist toll. So. Was? Noch eine Nachricht. In der Auftrag. Hol deine Belohnung ab. Ja. Das ist ja alles schön und gut. Ich möchte jetzt hier nochmal... So, nice für, was haben wir denn hier noch? NC Art oder so. Oh, Night City Area Rapid Transit. Organisiert und verwaltet den öffentlichen Verkehr in Night City und Umgebung. Unser Liniennetz verbindet die Bezirke der Stadt und bringt unsere Fahrgäste sicher ans Ziel von Westbrook bis raus nach Pacifica. Okay. Wie komme ich denn hier eins zurück? Eins zurück. Einfach hier. Nein. Ich möchte doch nur eins zurück. Wie komme ich denn hier eins zurück? Achso. Okay. Aha.
Lucius. Lucius Ryan tot. Mhm. Major Office. So, wie informieren Sie? Warum ist Miss hier so Robert. Ist das jetzt hier ein Hack oder was? Was wird denn das hier? Hä? Was ist mit dem Mauszeiger los? Okay, NCP Police Department. In der Vergangenheit ranken sich diverse Gerüchte, dass NCPD. Um das NCPD. Daher möchten wir einem eventuellen Vertrauensverlust vorbeugen und das Chaos aus Fehlinformationen auflösen, indem wir an dieser Stelle die weit verbreitenden Mythen zerschlagen. Ah, ja, klar. Sehr vertrauenserweckend. Genau. Das sind hier so die Faktenchecker. Die eigentlich eher die Faktenverdreher sind als die Faktenchecker. So ist das. So ist das ja immer. Kennt man ja nicht anders, ne? Ja, okay. Nein, Bush ist rein verstorben. Er ist verstorben. Asbest in Implantaten gefunden. Oh, was steht denn hier eigentlich? Berichte bestätigen den Tod von Saburo Arasako, dessen Leiche gefunden wurde. Der Sohn beschuldigte Arasakas Konkurrenten an dem Mord und benutzte den Tod seines Vaters, um auch in die Regierung haltlose Anschuldigungen zu machen. Ja, ist klar, okay. Okay, also wir sind jetzt nicht hier im Fadenkreuz. Zumindest nicht offiziell. Was haben wir hier noch? Samurai, Fensei. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt mal raus. Ich höre die ganze Zeit die Musik. Ich muss nur mal ganz schnell schauen. Einstellung, genau. Einstellung. Sound bin ich schon richtig. Urgeschützte Musik deaktiviert, alles klar. Das wollte ich nur nochmal sicherstellen. So, gehen wir mal. So, das war jetzt auf jeden Fall eine ganze Folge. I'm sorry.